Warum verschwendest du eigentlich so viel? Muss das wirklich sein? Genau diese Fragen habe ich mir vor längerer Zeit mal gestellt und gemerkt, dass es in vielen Bereichen des Lebens wesentlich smarter, sinnvoller und auch nachhaltiger ist, einfach mal ein bisschen umzudenken. Und heute verdeutliche ich dir das Ganze an 5 Beispielen, von denen mindestens eins auch auf dich zutrifft. Und wenn du dir das Video von Anfang bis zum Schluss angeschaut hast und dann denkst, dass einer deiner Freunde auch mal ein bisschen umdenken sollte, dann teile auf jeden Fall dieses Video mit ihm. Nicht vergessen. Bist du ein Typ, der gerne feiern geht und Party macht? Willkommen im Club, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache das hin und wieder auch noch mal gerne und hatte tatsächlich auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr regelmäßig ordentlich durchgedreht und eskaliert bin. Die Frage ist nur, muss das wirklich sein? Das ganze Geld, was für die Bottles im Club drauf geht, bis zum nächsten Morgen komplett durchdrehen. Der Kater danach und am nächsten Tag kriegst du absolut nichts mehr auf die Reihe. Es geht ja auch anders. Man kann ja auch Spaß haben, indem man gemütlich und genussvoll richtig gute Drinks in einer richtig schönen Bar genießt. Man gibt dann meistens nicht ganz so viel Geld aus, man mutet seinen Körper vor allem nicht ganz so viel zu, man kommt möglicherweise auch früher ins Bett und am nächsten Morgen bist du topfit und hast auch noch was von dem nächsten Tag. Und wenn du mal alles ausblendest und nur an die Zeit denkst, die du brauchst, um auszunüchtern nach einer richtig durchzechten Eskalationsnacht, wohl wissend, dass du nur begrenzte Zeit auf diesem Planeten hast, ist es das wert? Auch ich hatte mal eine Phase, wo ich gedacht habe, umso mehr Accessoires ich trage, umso cooler ist es. Aber es ist nicht so. Wenn du es nämlich übertreibst mit dem Tragen von Accessoires, dann kann das Ganze schnell alles andere als cool aussehen, sondern es wirkt eher übertrieben und zu sehr gewollt und es ist ungeachtet davon, ob es jetzt Ringe, Ketten oder Uhren sind. Auch hier ist weniger mehr, Leute. Manchmal reicht nur ein Accessoire aus, wie zum Beispiel eine schöne, clean, minimalistische Uhr, um dein Outfit einfach passend aufzuwerten. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich riesig, dass ich mich wieder mit Nordgreen zusammengetan habe, um euch die Möglichkeit zu geben, eine richtig schöne, minimalistische Uhr zu einem absoluten Knallerpreis während der Black Week zu bekommen. Falls du Nordgreen noch nicht kennst, Nordgreen ist eine grüne und vor allem nachhaltige Uhrenmarke aus dem hohen Norden, aus Dänemark und deshalb auch der Name Nordgreen. Das Produktsortiment wird von dem Designer Jakob Wagner designt und verkörpert das skandinavische Design, Minimalismus und Nachhaltigkeit. Nordgreen stellt nämlich sicher, dass alle Schritte von der Produktion bis hin zur Lieferung an den Kunden nachhaltig sind. Vom klimaneutralen Versand über Verpackung aus abgecycelten Kunststoffflaschen bis hin zu veganen Uhren. Und zeitgleich unterstützt Nordgreen 3 unterschiedliche gemeinnützige Organisationen im Bereich Gesundheit, Bildung und Umwelt. Und mit jedem Kauf einer Uhr hat der Kunde die Möglichkeit auszuwählen, welche gemeinnützige Organisation er mit seinem Kauf unterstützen will. Und 2020 hat Nordgreen hier schon einen wirklich großen Beitrag leisten können. Ich persönlich trage jetzt hier zum Beispiel die Philosopher in der Größe 40 mm mit einem Dreilink-Armband und einem weißen Ziffernblatt. Und das ist wirklich so eine zeitlose, minimalistische Uhr, die wirklich zu jedem Outfit passt. Falls du also noch auf der Suche bist nach einer schönen, zeitlosen, clean, schlichten Uhr und gleichzeitig noch was Gutes tun möchtest, dann solltest du diese Gelegenheit nicht ungenutzt lassen. Denn mit dem Gutscheincode DanielKorte35 bekommst du auf ausgewählte Nordgreen-Uhren bis zu 35% Rabatt während der Black Week. Das ist der höchste Rabatt, den Nordgreen jemals rausgegeben hat. Weitere Informationen dazu findest du unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall bei Nordgreen vorbei. Weiter geht's mit Düften. Vielleicht kennst du ja Leute, die sich auch früh am Morgen fertig machen und sich dann eindieseln von Kopf bis Fuß, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und wenn du irgendein Gebäude betrittst, dann riechst du schon aus 10 Kilometern Entfernung diese Person, weil sie sich halt so extremst einparfümiert hat. Auch beim Thema Düfte ist weniger, ganz sicher mehr. Und ich denke da nicht nur an dich, sondern auch an deine Mitmenschen, denn manche Düfte sind tatsächlich echt ziemlich aufdringlich und penetrant. Vor allem bei Parfums macht es einfach Sinn, in einen hochwertigen und langanhaltenden Duft zu investieren und einfach nur wenige Sprühschüsse zu nehmen. Denn A, verbrauchst du nicht so viel Parfum, B, hast du logischerweise auch länger was von deinem Parfum und C, penetrierst du deine Mitmenschen nicht. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema und zwar zum Thema Haarstyling, bei dem wirklich ganz, ganz viele Männer da draußen noch sehr, sehr viel Optimierungsbedarf haben. Viele Männer stylen sich nämlich die Haare nach dem Motto, viel hilft viel. Heißt, ich habe zum Beispiel widerspenstige Haare, was mache ich da? Dann nehme ich richtig viel Haarstyling-Produkt, denn viel Haarstyling-Produkt hilft natürlich auch viel. Und am besten nehme ich auch noch das Haarspray dazu und zementiere meine Haare komplett mit Haarspray. Das muss ja auch gut halten, bedeutet, ich nehme viel Haarspray. Macht das besser nicht, Leute, denn dieser Schuss geht
tatsächlich auch nach hinten los, denn zu viel von Haarstyling-Produkten und zu viel von Haarspray hat eigentlich nur negative Auswirkungen auf deine Haare und deine Kopfhaut. Denn es kommt vielmehr darauf an, dass du das richtige Haarstyling-Produkt hast für deine Haare. Und wenn du das nämlich hast, dann brauchst du nämlich gar nicht mehr so viel Produkt, sondern dann reicht nur eine kleine Menge aus und mit dieser kleinen Menge kannst du dann noch optimal deine Haare stylen und ich kann dir eins garantieren, anschließend sieht deine Frise wesentlich gesünder und natürlicher aus und es schadet auch nicht deiner Kopfhaut oder deinen Haaren, weil du deine Haare nicht komplett zugekleistert hast und deine Kopfhaut nicht verklebt ist. Und hast du schon deine Socken mit Löchern aussortiert oder deinen Kleiderschrank in diesem Jahr ausgemistet? Nein? Dann wird's Zeit. Garantiere dir zu 100%, dass du Kleidung in deinem Kleiderschrank hast, die du teilweise gar nicht trägst oder nur noch sehr selten trägst. Und da stellt man sich die Frage, warum kauft man denn neue Klamotten, wenn man noch Kleidung im Kleiderschrank hat, die man teilweise gar nicht mehr anzieht? Hä? Gerade in der heutigen Fashion-Welt und gerade im Bereich Fast Fashion sollte man heutzutage wirklich überlegen, ob man sich ein neues Kleidungsstück kauft oder halt eben nicht. Brauchst du dieses Oberteil wirklich oder brauchst du es nicht? Und hier liegt das Stichwort auf bewusst einkaufen. Denk wirklich drüber nach, ob du dieses Kleidungsstück jetzt brauchst oder nicht. Ich persönlich habe es mir zum Beispiel zur Bedingung gemacht, erst wenn ich ein Kleidungsstück aus meinem Kleiderschrank ausmiste, erst dann darf ich auch ein neues Kleidungsstück kaufen. Und ich miste meinen Kleiderschrank grundsätzlich immer aus, beziehungsweise schaue, was trage ich noch, was trage ich nicht. Und wenn da Kleidungsstücke drin sind, die ich nicht mehr trage, gebe ich sie entweder zum Secondhand oder spende sie. Und wenn du dir selber so Bedingungen schaffst, dann lebt man einfach auch ein Stück weit bewusster und vielleicht auch ein bisschen smarter. Deshalb meine Empfehlung an euch da draußen, versucht euch doch auch einfach eigene Bedingungen zu schaffen für bestimmte Dinge oder auch neue Denkweisen anzueignen, um euren Lifestyle einfach dahingehend ein bisschen zu optimieren. Denn ich bin mir sicher, dass jeder da draußen noch ein paar Stellschrauben drehen kann, um sein Leben einfach bewusster, smarter und ein Stück weit auch nachhaltiger zu gestalten. Und falls du jetzt noch bewusst ein paar Euro sparen möchtest bei einer schönen, zeitlosen und nachhaltigen Uhr, dann schau unten in die Infobox rein. Ich verlinke euch alle Informationen zu Nordgreen.